Nach einer Liebeskrise sieht dieser Auftritt definitiv nicht aus. Bei der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin lächeln Jenny Elvers und ihr Lebensgefährte Steffen von der Beek fröhlich die Gerüchte weg. Ein ungewohnter Anblick, schließlich zeigt sich die hübsche Blondine sonst fast immer ohne Begleitung auf dem roten Teppich. Gegenüber bunte.de verrät die Schauspielerin, weshalb man ihren Liebsten so selten zu Gesicht bekommt. Ja, mein Mann ist auch so, der sagt natürlich auch so, mach du mal, ist deins, geh mal und geht dann so hinten rum und dann heißt es gleich wieder, na? Offensichtlich lässt Steffen lieber seiner Freundin den Vortritt. Der fühlt sich nämlich abseits des ganzen Trubels wesentlich wohler. Also ich muss mal ganz ehrlich sein, auch für die Mädels ist roter Teppich jetzt kein Vergnügen. Das ist viel Vorbereitung und viel Stress, wird viel geschrien. Für mich ist es noch viel weniger Vergnügen. Gehört halt dazu und das macht man dann auch. Aber ich fände auch mal eine Veranstaltung ohne roten Teppich auch mal ganz nett. Seiner Jenny zuliebe springt der Computerunternehmer aber auch gerne einmal über seinen Schatten. Wir finden jedenfalls, dass die beiden ein tolles Pärchen auf dem roten Teppich abgeben.